machen Sie denn da? Ich versuche, Reifen zu wechseln. Ah. Also so wird es ja nie was. Lassen Sie mich mal. Halten Sie mal. Man muss die Radmuttern lösen, bevor man den Wagen hochbockt. 19er. Sonst dreht das Ding nämlich immer durch. Haben Sie ein Reserverad? Ja, ja. Moment. Eben hatte ich ihn noch. Hallo? Hallo, Freunde. Würdet ihr mir mal bitte den Reifen da? Hey, das Rad hier. Aber ein bisschen Dalli, ja? Okay. Hier können Sie mal halten. Auf einmal schien der neue Tag in Tüllet. Ein Mädchen kam, einen Himmel anzuschauen, so musterhaft wie jene lieben Frauen der Dichterwelt. Entschuldigung, es ist eine dumme Angewohnheit von mir. Das klingt doch ganz nett. Haben Sie das Gedicht? Nicht ganz. Das meiste hat Goethe gemacht. Entschuldigung, ich heiße Konrad Weber. Ich bin Bibliothekar hier in der Bücherei in der Trommelstraße. Ah. Hallo. Kenn ich, da war ich auch schon mal. Ach? Zwei Tabletten haben die mir gegeben. Zwei! Kann der Typ vielleicht etwas aus der Apotheke holen? Der Typ heißt Rolf und der freut sich, wenn du Stempel zu ihm sagst. Und warum geht er nicht zur Apotheke? Weil er nicht da ist. Komm, sei lieb, geh wieder ins Bett, ja? Zahnarzt müsste man verklagen. Hey, was soll denn das? Ja, meine Mama wurde ganz... Komm mal her. Was ist denn Jochen los? Halt mal! Seid ihr völlig durchgeknallt? Also, wo ist er? Wer? Was ist denn hier los? Komm, pack aus. Wo hat sich die Ratte verkrochen? Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Stempel, deinen sauberen Freund wollen wir. Seit 3 Stunden warten wir schon auf den. Na, hier ist er nicht. Ich dachte, er wollte sich mit euch treffen. Ja, das dachten wir auch. Aber kannst du dir vorstellen, dass der uns linken will? Das Manu, die hat keine Ahnung. Da bin ich mir nicht so sicher. Was ist denn das? Hat sich unser Freund Stempel vielleicht ein bisschen klein gemacht? Hör mal zu. Wenn er sich in 2 Stunden bei uns nicht meldet, dann drehen wir dir einen Hahn ab. Ist das klar? Hast du es verstanden? Ex.
Wagen haben wir doch nun wirklich gründlich genug durchgesehen. Den habe ich von meiner Mutter und die hat ihn von meiner Großmutter. Ja, ich weiß. Das ist das einzig wirklich wertvolle Schmuckstück, was ich habe. Wenn das weg ist, dann... Wahrscheinlich hast du den Ring zu Hause liegen lassen. Nikolai Duka K15, sind Sie der Notarzt? Molzen. Gestern im Büro hatte ich ihn noch. Und, wie alt ist er? Ja, höchstens 24 Stunden. Aha. Verletzung? Hämatom an der rechten Schläfe sieht nach einem wuchtigen Schlag aus. Den wird sich der Kollege von der Gerichtsmedizin noch näher angucken. Tag. Tag. Hat der Papiere bei sich? Nein, nichts. Was sind das für Spuren? Ja, sieht nach Wagenschmiere aus. Farbe? Autolack. Ja, also, wenn Sie mich nicht mehr brauchen. Nein, vielen Dank. Ja, so ein junger Kerl. Gehen wir an die Presse? Ich würde lieber noch warten. Was haben wir schon für Anhaltspunkte? Ein männlicher Toter, Mitte 20. Und Autolack an den Fingern. Köhler Autoterminal. Na, den kenne ich doch. Da kauft doch jeder Lude, der was auf sich hält, seine Kutsche. Ist das dieser Laden mit diesen Amischleppen? Ja, ja, jetzt kommt schon. Dann kann das aber sein, oder, was der gesagt hat? Dass da 250.000 im Tresor waren. Möglich ist, dass die Kundschaft von dem zahlt keine Bar. Auch sechsstellige Beträge. Hallo, Jungs. Na? Morgen, die Damen. Na, was hat euch denn der neue Tag schon Schönes gebracht? Eine Leiche ohne Namen. Und was habt ihr? Tresor ohne Inhalt. Hallo, was, wo? Köhler Autoterminal, saubere Arbeit. 250.000 haben die da rausgeholt. Hat jemand von euch meinen Ring gesehen? Nee. Was für ein Ring? Na, meinen Ring, den kennt ihr doch. Nee, also um Ringe mache ich halt mal einen ganz großen Bogen. Gold, Jugendstil. So ganz helle Koralle, Skin of Angel. Nee, ist uns nicht begegnet, jetzt komm schon. Ja. Das verstehe ich nicht. Vielleicht solltest du einfach nicht mehr suchen, da findet sich oft alles von selbst. Ja, ich weiß ja nicht einmal, ob ich ihn hier oder zu Hause verloren habe. Hier. Was ist denn das? Vermisstenmeldung. Das lenkt sich vielleicht ab. Mach du das bitte, ich habe eine bessere Idee. Ach ja? Und das wäre? Autowerkstätten. Weißt du, willst alle Autowerkstätten anrufen, nach einem toten Mechaniker fragen? Genau. Ist der in 3 Tagen noch nicht fertig? Das wird sich noch herausstellen. Jetzt haben die schon wieder verloren, das gibt's ja nicht, ne? Ja, noch 2 Tage, mein Schatz. Noch 2 Tage bis Rio. Oh, so ein Teufelskerl, das habe ich immer gewusst. Hör zu, unsere Pässe sind fertig. Besser du holst sie ab, ich habe die Kohle in deine Handtasche gelegt. Du bist ein Teufelskerl. Ein Stier. Aber bitte nicht jetzt, ich muss zur Arbeit. Alles muss aussehen wie immer, sonst kommt man uns noch auf die Schliche. Wer ist denn das? Und jetzt? Morgen, Hanno. Frankie. Hallo, Paul. Paul Katabe. Ja, einen Augenblick wirst du damit noch warten müssen. Leider. Warte, ich mach mal die Musik auf. Okay. Wollt ihr Kaffee? Nö, du, Frankie? Ja. Hallo, Helga. Na, wie laufen die Geschäfte? Sag mal, du musst doch bald im Altersheim anschaffen gehen, was? Na los, komm zur Sache. Ja, richtig. Paul, uns ist was ganz Komisches passiert. Ah. Wir haben doch von dir diesen wunderbaren freundschaftlichen Tipp bekommen. Köhler Autoterminal. Du erinnerst dich, wir sollten noch mal renovieren. Ja. Ja, klar. Ja. Schönen Dank auch für die 2 Riesen. Bin nicht nötig. Naja, geschenkt. Wir haben renoviert. Und jetzt stell dir mal vor, gleich danach ist unser lieber Kollege Stempel einfach verschwunden, mitsamt der Kaffeekasse. Was? Stempel verschwunden? Das ist aber komisch. Komisch. Genau das Gleiche habe ich zu Frankie auch gesagt, stimmt's? Und deswegen wollten wir mal mit so einem Chefkomiker wie dir reden, ob du uns vielleicht mal den Witz erklären kannst.
Ich weiß doch nicht, wo Stempel ist. Ich hab doch keine Ahnung. Ach komm, hör doch auf. Außer uns dreien wusstest doch nur du von der Sache. Ich warne dich, wenn du und Stempel irgendeine linke Nummer mit uns schieben wollt. Weißt du, was wir da machen? Da knallen wir nicht gleich dich ab, sondern erstmal deine Schlampe. Na? Damit du den Schmerz spürst, bevor du dran bist. Hast du das kapiert? Ja, sicher habe ich das kapiert. Das war ja deutlich genug. Na also, was ist jetzt? Na, nichts ist. Glaubt ihr, ich arbeite mit Stempel zusammen? Seht mich doch an. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Du bist alt. Du riechst auch schon alt. Laufen kannst du auch kaum noch, ne? Und der Schrittmacher? Er hat auch wirklich keinen Wackelkontakt, oder? Na los, lass uns weiter. Für dich ist alles klar? Wenn sich unser Freund bei dir meldet, dann kommst du zu uns. Ja, sicher, natürlich. Ich komme zu euch. Klar, ich komm. Eingesperrt? Aber nicht doch. Er sollte doch zu seinen Freunden. Die hätten ihn niemals geglaubt, dass er beklaut worden ist. Die drei hätten ganz schön miteinander zu tun gehabt, bis wir die Fliege machen. Vielleicht hat er Schiss vor den Jungs und versteckt sich irgendwo. Ja, schon möglich. In der Tarnstraße, da ist ein Friseurladen, da arbeitet seine Freundin. Petra heißt sie. Du weißt, Friseusen quatschen gern. Geh mal hin, horch sie aus. 250.000 waren also da drin? Ja. Und dafür haben sie doch sicher Belege, ja? Ja, sicher. Kommen Sie. Okay, also Herr Siemens. Siemen. Bitte? Siemen ist mein Name. Entschuldigen Sie. Sie haben gegen 19 Uhr mit Herrn Köhler zusammen das Gelände verlassen. Dabei ist Ihnen vielleicht irgendwas aufgefallen, was außergewöhnlich ist? Nein, nein. Nur ein schwarzer Lieferwagen. Ein Chrysler, der stand da drüben. Mhm. Und? Was war mit dem? Ja, nichts. Es lag an dem Kennzeichen. CS. Das sind die Initialen von meiner Frau. Und 12.06 Uhr, das ist unser Hochzeitstag, 12. Juni. Ja, ja, klar. Was war daran außergewöhnlich? Na, eben das Kennzeichen. Mhm. Dass sonst die letzten Tage jemand irgendwie hier ums Gelände geschlichen ist, der nicht hier hingehört? Nein, tut mir leid. Ja, mir auch. Herr Siemen, danke schön. Nicht dafür. Also, dann. Auf Wiedersehen. Na, wie sieht's aus? Wunderbar. Ich hab einen Lieferwagen gesehen, der ihn an seine Frau erinnert. Das ist alles? Guck dir das mal an. Sag mal, Köhler, ist er sauber? Wenn der so sauber ist wie seine Buchführung, dann sehe ich schwarz für ihn. Ich habe mal eine Frage. Fehlt bei Ihnen zufällig heute ein Mitarbeiter? Ungefähr 1,80 groß, kräftige Statur, 35 Jahre, blond, kurzes Haar, blaue Augen. Eva? Kein Ring. Ja? Ja, gut, ich warte. Geht's dir noch gut? Da unten ist er auch nicht. Ja? Ja, Lorenz, Kriminalkommissariat. Ich bin die Kriminalpolizei. Na, hören Sie mal, das können Sie doch ganz leicht überprüfen, indem Sie mich zurückrufen. Die Nummer des Kommissariats, die finden Sie im Telefon. Das ist doch wirklich überflüssig. Ja, dann verlangen Sie Frau Lorenz und dann landen Sie wieder bei mir. Und wir können es auch einfacher haben. Sie sagen mir einfach, wenn meine Beschreibung auf einen Ihrer Mitarbeiter passt, ja oder nein, und dann sind wir ungefähr in 10 Minuten bei Ihnen. Und dann können wir alles Wichtige persönlich besprechen. Ja, natürlich, dann zeige ich Ihnen auch meinen Dienstausweis. Aha. Ja, gut. Vielen Dank. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wir haben ihn. Den Ring?
Eine Autolackiererei am Stadtrand. So, du fährst weiter geradeaus. Und die nächste rechts, da ist es dann. Was? Wo willst denn du hin? Bitte schön. Dankeschön. Das ist ein Zufall. Ja. Wir haben zusammen Reifen gewechselt. Ja. Und jetzt soll es ein Buch sein. Ja. Wie wär's mit der russischen Avantgarde der 20er Jahre? Das hab ich schon. Ach. Geben Sie mir doch einfach, was Sie besonders mögen. Gern, ich... Ich, ja. Ich habe gerade ein überwältigendes Buch gelesen. Hier. Der Mann ohne Eigenschaften. Aha. Das ist Robert Musil. Mm. Das Buch hat mein Leben verändert. Dann brauche ich das auch. Ach. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tja. Ich muss das Buch ja wiederbringen. Wie? Ja. Ich hab's ihm tausendmal gesagt, aber er macht ja, was er will. Guten Tag. Guten Tag. Ihre Kollegin? Mhm. Frau Nikolaiden. Rolf Stemmler heißt er, genannt Stempel. Gut. Und warum sind Sie so sauer auf ihn? Weil er wieder einen Wagen mitgenommen hat. Der Kunde will das Fahrzeug morgen abholen. Und wo ist es nun? Stempel kann ich ja nun nicht mehr fragen. Was war das denn für ein Fahrzeug? Ein Transporter Chrysler. Meister, könnten Sie mal? Nein, kann ich nicht. Also besonders nah scheint Ihnen ja der Tod Ihres Mitarbeiters nicht zu gehen. Der Junge hat mich genug Nerven gekostet. Immer wieder habe ich ihm eine Chance gegeben. Er wäre sonst auf die schiefe Bahn gekommen. Das schwöre ich Ihnen. Bei den Freunden, die er hatte... Was waren es denn für Freunde? Keine Ahnung. Die haben sich mir nicht vorgestellt. Aber die Typen kenne ich. Hatte er Familie, Verwandte? Nee, aber eine Freundin. Petra. Nachnamen weiß ich leider nicht. Arbeitet in einem Frisiersalon in der Tadenstraße. Entschuldigung, Chef, aber... Mein Gott, was ist denn? Ich habe da einen Kunden, der dreht gleich durch. Es handelt sich um den dunkelblauen BMW. Der Wagen ist fertig, aber ich finde den Nummernschilder nicht. Denkst du, ich sitz drauf? Such! Ja, das wär's dann? Ja, das wär's dann. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Ich kann Ihnen auch einen Termin geben. Morgen ist noch fast alles frei. Nein, nein, ich warte gerne. Eine Stunde. Das macht mir überhaupt nichts aus. Hauptsache, Sie müssen meinetwegen keine Überstunden machen. Und kriegen dann noch Ärger mit Ihrem Verlobten. Das ist kein Problem. Ich meine, der wartet doch dann sicher schon zu Hause auf Sie. Wollen Sie sich nicht das doch noch mal überlegen mit dem Termin? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Arbeitet bei Ihnen eine gewisse Petra? Ja, das ist meine Mitarbeiterin hier. Können wir Sie einen Augenblick sprechen? Warum? Was ist denn los? Petra, kommen Sie. Sie gestatten? Ja, natürlich, aber... Bitte. Was ist denn passiert? Ihr Verlobter ist tot. Gott, Entschuldigung. Danke, wir haben die Flasche gefunden. Lass uns jetzt bitte allein. Wir brauchen von Ihnen ein paar Angaben, Petra. Glauben Sie, Sie können schon darüber sprechen? Sie nur ein paar Fragen. Hatte Ihr Verlobter irgendwelche Krankheiten? Nein. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Er
war den ganzen Abend bei mir. Dann müsste ja bei Ihnen zu Hause gestorben sein. Nein, natürlich nicht. Ich weiß es nicht. Warum sagen Sie dann, dass er bei Ihnen zu Hause war? Weil... Hat Stempel Ihnen gesagt, dass Sie das sagen sollen? Wo war Ihr Verlobter gestern Abend? Ich weiß es nicht. Fragen Sie doch seine Freunde. Wer sind die? Helga, was soll das? Ich hab dir doch gesagt, du sollst ihn nicht mehr aufkreuzen. Er ist tot. Wer? Stempel. Was? Sag mal, was redest du da? Die Schmiere war da. Was, wo, bei uns? Bei dem Mädchen im Frisiersalon. Es war so furchtbar. Wenn du das arme Ding gesehen hättest. Stempel tot. Ich begreif das nicht. Wie konntest du das nur tun? Ich habe das nicht. Ich habe das nicht getan. Ja, wenn ich das wüsste. Paul. Er hat doch gelebt, als ich ihn dahingelegt habe. Paul, wir müssen abhauen, sofort. Nein. Bitte, Paul, bitte. Nein. Ich habe Angst. Ich halte das nicht durch. Ruhig, Helga, ganz ruhig. Noch zwei Tage, hörst du? Dreh mir jetzt nicht durch, noch zwei Tage. So war es geplant und dabei bleibt es. Wenn du jetzt durchdrehst, habe die Schmiere Hanno und Frankie auf dem Hals. Ich schaff das nicht. Natürlich schaffst du das, Mädel, natürlich. Paul. Wir müssen dem Mädchen helfen. Was ist denn da helfen? Wir haben doch genug Geld. Komm mir nicht auf die Tour, ja? Die hat ein Kind. Ja und? Na wenn schon. Helga, dreh mir nicht durch. Mach das jetzt nicht kaputt. Hey, hörst du? Hallo, Chef. Ich habe Ihnen den medizinischen Befund gebracht. Mhm. Der unbekannte Tote... Der ist gar nicht mehr so unbekannt. Es handelt sich um einen gewissen Rolf Stemmler, genannt Stempel. Jedenfalls mit seiner Braut gerade zur Identifizierung. Gute Arbeit, Frau Nicolaido, aber leider vergeblich. Das glaube ich nicht. Tja, tut mir leid, die Mühe haben sie sich umsonst gemacht. Das gibt's auch nicht. Wie bitte? Na hier, das ist Evas Ring. Verstehe nicht. Ja, den sucht sie schon seit Tagen. Das ist ein Skin of Angel. Keine Ahnung, was es soll, aber es klingt halt gut. Ach so. Tja, Ali besteht. Leumund ist gut. Vergiss es. Um auf diese Sache Stemmler zurückzukommen. Ah. Tag, der Fall ist kein Fall. Wieso? Der Mann ist eines natürlichen Todes gestorben. Todesursache ist demnach ein Aortenaneurysma. Ein was? Ach ja, ein Aortenaneurysma. Das ist eine Gefäßmissbildung in der Hauptschlagader. Zu Lebzeiten vollkommen unbekannt, aber kann zu plötzlichem Tod führen. Der hätte das Herz tatsächlich gewusst, ne? Tja, und damit ist klar, dass keine Tötung vorliegt. Ja, und? Und was ist mit diesen Reifenspuren am Fundort? Was, Reifenspuren? Ja, aber den Wagen, den Stemmler hat mitgehen lassen, der ist doch bis jetzt immer noch verschwunden. Vergessen Sie es, deswegen schicke ich nicht zwei meiner besten Leute los. Also bitte, Sie haben es gehört, Tod durch natürliche Ursache, das war's. Ja, ja, der Frust ist unser teurer Begleiter. Danke für den Kaffee. Naja, so euer Fall ist ja jetzt wenigstens vom Tisch, ne? Unserer bewegt sich nämlich nicht einen Millimeter von der Stelle. Habt ihr denn noch überhaupt nichts Neues? Doch, wir verdächtigen Lieferwagen. Ja, der Zeuge hat sich sogar das Nummernschild gemerkt. Nur schade, dass es kein Lieferwagen mit diesem Kennzeichen gibt. Habt ihr das überprüft? Oh. Was soll das denn für ein Lieferwagen gewesen sein? Ein Chrysler. Ein Chrysler? Das Kennzeichen? Vergiss es. Es gibt in ganz Hamburg nicht einen Chrysler mit diesem Kennzeichen. Voss bringt das Kennzeichen. 1920. Cäsar Siegfried 1206. Nicolaido KK 15, guten Tag. Wir waren doch vorhin... Ja, richtig. Zwei Fragen. Haben Sie die Nummernschilder, die Sie heute Mittag gesucht haben, in der Zwischenzeit gefunden? Aha. Und wie lautet das Kennzeichen? HHCS 1206. Ha! Meine Herren, wir arbeiten am selben Fall! Moment, nicht so hysterisch! Wie kommt ihr denn darauf? Ja, heute Morgen wurde die Leiche eines gewissen Rolf Stemmler gefunden, genannt Stempel. Und der hat am Abend zuvor aus der Werkstatt, in der er gearbeitet hat, einen Chrysler mitgehen lassen. Mhm. Und die Nummernschilder von dem anderen PKW. CS 1206. So ist es. Und dieser Transporter, der wurde wenig später bei diesem Köhler Autoterminal gesehen. Na, und nächsten Tag, da fehlen dem Autohändler eine Viertelmillion und Stempel ist tot. Und neben der Leiche, da sind Reifenspuren von einem Chrysler sichergestellt worden. Verstanden?
Ja, also fehlt uns jetzt eigentlich nur noch die Beute, oder? Mit anderen Worten, die Komplizen. Also diese Verlobte von Stempel hat uns zwei Namen genannt. Hanno Tietz, Frank Zierek, angeblich die besten Freunde von Stempel. Die beiden kenne ich, doch hatten wir vor ein paar Jahren schon mal im Verdacht. Ja und? Die Jungs konnten sich rauslavieren, überführt haben wir nur einen alten Luden namens Paul Köstler, genau. Der hatte den Job allerdings nur ausgeguckt. Dann hat er für seine Komplizen gleich mitgesessen. Wahrscheinlich. Ja und? Kommt der in Frage? Der hätte sich beim Einbruch vermutlich beide Beine gebrochen. Nee, Paul ist als Pechvogel auf dem Kiez alt geworden. So eine große Nummer bringt er nicht. Naja, dann bleiben uns nur die Herren Tietz und Zierek. Eine Ahnung, wo wir die finden? Wir brauchen keine Reklame. Das ist keine... Ich sollte das nur hier abgeben. Aber wenn ihr es nicht haben wollt, dann... Dann nehme ich es wieder mit. Los, schließ auf und gib's mir wieder. Das geht nicht, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ach so. Du kannst ja mit mir auf meine Mama warten, die kommt gleich. Nein, dazu habe ich keine Zeit. Tschüss, mein Kleiner. Tschüss. Ich suche Hanno Tietz und Herrn, sein Begleiter. Wie ist der? Hanno Tietz von Zierek. Guten Abend. Ja, die Schmiere. Kriminalpolizei. Ja, und? Sie haben einen Freund, Rolf Stemmler, genannt Stempel, stimmt's? Wie war der Name nochmal? Ja, stimmt schon. Worum geht's? Wo waren Sie denn gestern Abend zwischen 18 Uhr und Mitternacht? Im Kino, dann hier, bis 1 Uhr. Und wann haben Sie Stempel zuletzt gesehen? Gestern. Geht's vielleicht genauer? Gestern Mittag in seiner Pause. Worum geht's hin? Ihr Freund Stempel ist tot. Was? Wir haben ihn heute Morgen auf einem Industriehof gefunden. Das ist doch scheiße. Und wie soll das passiert sein? Ja, die Todesursache steht noch nicht fest, aber an Altersschwäche ist er nicht gestorben. Der ist tot? Ja, sieht wirklich so aus, Freunde, als hättet ihr einen Gang gehabt. Aber ihr habt mit Stempel doch auch Geschäfte gemacht. Ist da immer alles glatt gelaufen? Wir denken da zum Beispiel an einen bestimmten Autohändler, Köhler Autoterminal. Ja, ist ja schön, kennen wir aber nicht. Die Ausweise bitte. Na, wie ist es gelaufen? Die Jungs haben uns ziemlich überrascht. Wieso? Ja, die wird noch richtig mitgenommen. Ja, wir haben sie unruhig gemacht. Bleibt auf alle Fälle dran. Wer übernimmt die Nachtschicht? Warum fragst du mich überhaupt? Stimmt eigentlich, warum frage ich überhaupt? Also morgen früh um 6 löse ich die ab. Oh ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Schönen Feierabend. Tschüss. Wann kriege ich endlich mal einen jungen Kollegen, den ich anscheißen kann? Tschüss. Na, also mach's gut. Ah, Moment, ich habe noch was für dich. Und Martin? Funkstille. Und so lange tröstest du dich, ja, mit einem Mann ohne Eigenschaften. Ich bin ja nicht verheiratet. Ja, ich schon. Ich war doch auch recht. Bist du ja der Anschweiß, ja? Komm, sag doch mal, wie hast du das Ding gedreht? Den Finger weg oder ich krieg's los. Ist okay. Mein Name ist Forspring, KK15. Ausweis ist hinten rechts in der Hosentasche. Ich habe in der Kneipe zwei Männer observiert. Das ist in Ordnung. Was sollte das denn alles? Die beiden Jungs, die wir beobachten. Die nützen uns nichts, wenn sie bei euch auf dem Revier rumhängen. Ich will die draußen, damit sie einen Fehler machen. Okay.
Danke. Aber lass den Riegel vor der Tür. Hallo, Petra. Was wollt ihr schon wieder hier? Lass mich in Ruhe. Wir sind nur hier, weil wir sagen wollen, dass es uns leid tut. War ein guter Kerl. Er war wunderbar. Ja, das war wirklich. Nächstes Jahr wollten wir heiraten und dann wollten wir weg von hier. Mit wem hat sich denn Stempel eigentlich noch so getroffen, wenn er nicht gerade mit dir oder mit uns zusammen war? Und mit Lars hat er sich auch so gut verstanden. Die beiden waren wie ein Herz und eine Seele. Ja, ja. Kam eigentlich mal hier jemand vorbei, den du nicht kanntest? Was ist nur passiert? Wo hast du deine Trauernde, bitte? Los, du Miststück, pack jetzt aus. Wo kommt die Kohle her? Was denn für Kohle? Was ist da gelaufen? Wo ist das Geld hin? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Mensch, davon rede ich. Wo kommt das her? Ich weiß es nicht. Fuck aus jetzt, du Miststück. Ich weiß es nicht. Wo kommt das her? Es hat eine alte Frau gebracht. Es hat eine alte Frau gestern gebracht. Und wie sah die aus? Sie hatte ganz tolle blonde Haare und einen kurzen Rock. Helga, also doch der alte Sack. Wir sollten uns mal treffen. Ja. Wir können jetzt noch lange Spielchen spielen, irgendwelche Vorwände suchen. Was soll der Quatsch? Völlig richtig. Wir treffen uns einfach und sehen, was passiert. Okay. Wann und wo? Ich kann heute Abend um 8 Uhr bei Ihnen sein. Gut, dann wird das auch geklärt. Adresse? Ums Essen brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Haben Sie einen Backofen? Ja. Ausgezeichnet. Bis dann. Den kenne ich. Der war vor ein paar Monaten bei mir. Hat sich als Geldbote beworben. Haben Sie einen gesucht? Ach was, da hatte ich schon meinen Tresor. Und den einen Geldtransport die Woche lasse ich von einem Sicherheitsservice erledigen. Das habe ich ihm auch erklärt. Ein ganz rührender alter Kerl eigentlich. Mhm, wirklich rührend. Danke. Morgen, Papa. Jetzt keinen Ärger. Ich habe da etwas, was euch interessieren wird. Oh, oh. Es ist in meiner Manteltasche. Ich will da mal reinhören. Lohnt sich. Von dir diesen freundschaftlichen, wunderbaren Tipp bekommen. Köhler Autoterminal. Ja. Wenn du dich erinnerst, wir sollten mal renovieren. Aha. Ja, klar. Ja. Schönen Dank auch für die zwei Riesen, wenn ich nötig gewesen. Naja, geschenkt. Wir haben da renoviert. Was soll das jetzt heißen? Das soll heißen, dass ich gleich wieder aussteige. Und zu eurer Information, eine Kopie von dem Ding, da ist bei einem guten Freund. Und wenn ich den nicht alle 10 Minuten anrufe, ist die Kassette 2 Minuten später bei der Polizei, ne? Der Max? Ja, halte mich für alt und blöd, ne? Und dumm genug, um für euch in den Knast zu gehen. Aber ich bin nicht dumm. Ich bin clever. Viel cleverer als ihr beiden zusammen.
Wirklich clever. Und jetzt hau ab. Mensch, wo bleibst denn du? 6 Uhr hatten wir gesagt. Das ist ja unangenehm. Ich hab dir Frühstück mitgebracht. Naja, und dafür brauchst du 3 Stunden. Du bist auch nicht mehr jünger. Scheiße! Die Herdplatte ist noch heiß. Na, was suchen wir hier eigentlich? Keine Ahnung. Okay, dann weiß ich ja Bescheid. Ich warte in unserer Villa in Australien. Helga. Verstehst du das? Wer ist Helga? Keine Ahnung. Eine Villa in Australien. Das ist eine Quittung. Von der Tiefgarage. Ja, schau doch mal aufs Datum. Was ist gestern? Ja, das heißt, er hat einen Platz in der Tiefgarage. Ja, und? Ja, das ist doch schon mal was. Na ja. Also, wenn in der Tiefgarage jetzt dieser Transporter mit der Nummer CS 1206 steht, dann hat Paul Stempel den Wagen abgenommen. Und mit dem Wagen die Beute. Ein starkes Stück, nicht schlecht. Das ist er. Hast du 15.2, Lorenz? Ja, wo steckt ihr denn? Aha. Ja, also wenn ich das richtig sehe, dann sind wir auf dem Weg zu euch. Alles klar. Gut. Tschüss. Ende. Wer ist das? Thorsten. Und wo steckt der? Ich bin Australien. Hansa Höft. Im Freihafen. Australierstraße. Sie sind Hanno, Frankie und Helga gefolgt. Helga. Jetzt bist du dran. Ich wusste, dass ihr hier seid.
weißt du, wo das Geld ist? Kommst du furchtbar schlau vor, was? Frankie? Du hast doch alles auf deinem scheiß Tonband. Da haben wir es doch gesagt, dass wir dich platt machen. Aber zuerst ist deine Alte dran. Frankie, das würde ich bleiben lassen. Wenn ich jetzt abdrücke, dann kannst du deine Eier von der Wand kratzen. Hallo, mach jetzt keinen Scheiß. Scheiße. Warum habt ihr denn nicht gewartet? Wir sind doch schon lange drin. Kasse von 15-2, bitte kommen. Nach vorne. Wir brauchen dringend einen Notarztwagen. Handelhalt, Australierstraße, Ende. Kümmer du dich um ihn. Okay, bitte. Weißt du noch, Paul, im Schiri, wie wir deinen 40. gefeiert haben? Und du bist nackt auf den Tisch gestiegen und hast den Kabel geschaut. So. Fast hätte es geklappt. Fast. Rio. Wir konnten feiern, Paul. Da wackelte die Wand. Übernehmen Sie? Sieht's auf? Wir kriegen ihn durch. Wir kümmern uns um ihn. So, dann wollen wir mal. Das gibt's doch nicht. Ist was? Das ist doch dein Ring. Und ich stell die ganze Wohnung auf den Kopf. Hast du den nicht die ganze Zeit gesucht? Wo hast du den gefunden? Wieso denn ich? Also ich habe ihn sicher nicht an die Handschellen gehängt. Na, jetzt hast du ihn wieder. Freu dich doch. Na, ich freu mich doch. Lass dich heute Abend zum Essen ein, ne? Ach, das tut mir aber leid. Ich habe schon eine Verabredung. Der Mann mit den schweren Büchern? Tja, er kann Gedichte rezitieren und Wildentengratzer zubereiten. Mit schwerer Konkurrenz wieder den Markt. Wir träumten voneinander. Und sind davon erwacht. Wir leben, um uns zu lieben. Und sinken zurück in die Nacht. Schön. Das ist Poesie. Ich dachte immer, du bist schüchtern. Tja. Oh, hallo Ute, was gibt's denn? Entschuldige, aber mein Telefon ist schon wieder kaputt. Dürfte ich mal kurz deins benutzen? Ja klar, komm doch rein. Das ist Konrad und das ist Ute, meine Nachbarin. Entschuldigung. Ja? Ach, das ist aber eine Überraschung. Ja, Martin, mir geht's gut. Warum denn nicht? Wir sind ja schließlich nicht verheiratet. Per. Nee, das wird wohl länger dauern. So habe ich das nicht gesagt. Möchtest du was trinken? Ja, warum nicht? Interessieren sich für Lyrik? Hm?